Unfold Your Potential und damit mehr Erfolg im Markt mit dem Smart Print Shop. Damit herzlich willkommen bei Heidelberg. Mein Name ist Markus Winter. Smart sind heute ganz wesentliche Lebensbegleiter. Nehmen wir nur das Smartphone oder das Smart Home, würde ich beides nicht mehr hergeben wollen. Alles ist miteinander vernetzt und automatisiert. So ist das auch bei der Speedmaster der Generation 2020, der intelligentesten Speedmaster aller Zeiten. Sie ist einfach smart. Sie gibt Antworten auf wichtige Fragen im Verpackungsdruck. Wie wickle ich immer komplexere Aufträge in kürzester Zeit ab? Wie entlaste ich den Bediener von Routinearbeiten? Und wie kann ich die Effektivität der Druckproduktion, den sogenannten OEE, dauerhaft steigern? Und was es mit diesem OEE auf sich hat, wird uns Kerstin jetzt erklären. Wir haben für Sie gezielt die Daten von 460 Speedmaster-Maschinen weltweit im Verpackungsdruck ausgewertet. Jede Druckmaschine ist ein blauer Punkt. Die Maschinen können alle ähnliche Druckgeschwindigkeiten erreichen. Trotzdem ist der erreichte OEE höchst unterschiedlich. Die Frage ist, was ist der OEE? Es ist die Overall Equipment Effectiveness, eine Kennzahl zur Beurteilung, wie effektiv eine Produktionsanlage betrieben wird. Sie setzt sich zusammen aus den Faktoren Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. 100% OEE ist ein theoretischer Wert. Dieser Fall tritt in der Praxis natürlich nicht ein. Unsere Auswertungen haben ergeben, dass eine Speedmaster XL106 heute durchschnittlich mit einem OEE von 27% betrieben wird. Es besteht also noch reichlich Potenzial nach oben. Die realistische Leistungsgrenze liegt heutzutage bei ca. 70%. Innovative Technik, die Rüstzeiten reduziert, wie Hycolor Multidrive oder Autoplate XL, verbessern den OEE. Die Technik ist aber nur ein Teil der Lösung. Noch wichtiger ist es, die Prozesse zu verbessern und Routinearbeiten zu automatisieren. Das trifft für den Verpackungsdruck aufgrund komplexer Aufträge mit ständig wechselnden Sonderfarben und Bedruckstoffen besonders zu. Danke, Kerstin. Und genau diese Potenziale nutzen wir mit der neuen Speedmaster Generation 2020. Hier am Leitstand der Speedmaster müssen so viele Informationen wie möglich automatisch zur Verfügung stehen. Bedruckstoff, Farbigkeit und viele mehr. Das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Maschinen im Prozess, wie die Stanze oder die Faltschachtelklebemaschine. In der Vorstufe fängt alles an. Begleiten Sie mich nun zu einem Ausflug durch unseren Prinect Workflow. Prinect Production hat die Kundenfreigabe zu den Aufträgen erhalten. Da Prinect alle notwendigen Daten für die Druckmaschine liefert, kümmern wir uns auch um das Color Management. Hier sehen wir die Berechnung der Farbzonenvoreinstellung. Um das gesamte Potenzial der Druckmaschine auszuschöpfen, berechnet Prinect Production die ideale Auftragsreihenfolge und schickt sie an die Maschine. Es ist nicht nur ein Vorstufen-Workflow, sondern eine Lösung entlang der gesamten Produktion. Die angeschlossenen CTP-Systeme verarbeiten die Platten in der optimalen Reihenfolge, sodass sie direkt an den Druckmaschinen eingesetzt werden können. Der Prinect Production Workflow ist jedoch keine Einbahnstraße. Daten werden der Produktion zur Verfügung gestellt und umgekehrt werden Daten erfasst, um Stärken und Schwächen transparent zu machen. Aber schauen wir doch mal, ob die Druckplatten am Supersetter 106 fertig sind. Hi Markus. Hallo. Die Daten aus dem Prinect Workflow sind am neuen Leitstand der Speedmaster XL106 angekommen. Alle Informationen stehen nun komplett zur Verfügung. Diese neue Speedmaster-Generation bietet eine völlig neue Bedienung, die Heidelberg User Experience. Unsere Maschinen leiten und navigieren den Drucker durch die einzelnen Arbeitsschritte und nicht umgekehrt. IntelliStart, das in jeder Speedmaster steckt, ermittelt vollautomatisch alle notwendigen Jobwechseltätigkeiten und das für bis zu 50 Aufträge im Voraus. Die Produktion dieser Pharmaverpackung ist demnächst abgeschlossen. Im Anschluss wechseln wir auf eine Kosmetikverpackung. Da der Auftragswechsel aber lediglich 3 Minuten dauert, müssen wir uns ziemlich beeilen. Christoph, was sehen wir denn jetzt gerade hier auf dem Wallscreen? Ja, Markus, du siehst, der Jobwechsel beginnt. Schauen wir erstmal auf den Fortschrittsbalken vom IntelliGuide. Unterhalb des Maschinenschemas sehen wir hier
die Jobwechselsequenz, ja, und auch deren Dauer. Das ist klar gegliedert nach Bediener, Maschine, Autoplate und Multidrive. Es steht jetzt ein Farbwechsel im ersten Druckwerk an. Ja. Wir tun gleichzeitig dazu die Druckplatten wechseln und das Gummituch waschen. Im Anschluss daran wechseln wir noch vollautomatisch die Lackplatte. Das ist ja jede Menge. Genau. Und alle Schritte, die man hier jetzt parallel untereinander stehen sieht, laufen zur selben Zeit ab. Parallel sozusagen. Und dafür steht High-Color Multidrive. Der intelligente Farbwerksantrieb macht das Farbwerk unabhängig, bleibt aber dennoch immer in Verbindung mit dem Räderzug der Maschine. Konkret heißt das, ein Farbwerk kann damit bei laufender Produktion stillgesetzt werden. Oder das Farbwerk kann parallel zu Gummituch und Druckzylinder gewaschen werden. Übrigens kann die neue Speedmaster XL106 auch den Druckzylinder des Lackwerks vollautomatisch waschen. Autoplate XL3 macht es komplett. Der separate Antrieb des Plattenzylinders ermöglicht den Plattenwechsel parallel zum Waschen. Und das alles geschieht in nur 3 Minuten? 3 Minuten, genau. Die Maschine geht danach wieder selbstständig in den Vordruckbereich, Impress Control, beginnt Farbe und Register zu regeln. Da das alles sehr schnell geht, wird der Drucker jetzt von IntelliRun unterstützt. Und sowohl auf dem Wallscreen als auch auf dem Presssender wird dann automatisch immer die passende Übersicht angezeigt. Da muss ich mich auch gar nicht drum kümmern, das passiert vollautomatisch. Also du meinst, das ist wie beim Navigationssystem, wenn du von der Autobahn runterfährst, dass automatisch die Abzweigespur und all diese Informationen kommen. Das ist richtig. So kann man es ausdrücken, genau. Aber ich kümmere mich jetzt mal um IntelliLine, ich bin gleich wieder zurück. Ciao. IntelliLine zeigt Ihnen auf einen Blick von außen den aktuellen Status in den Druck- und Lackierwerken an. Die integrierte LED-Anzeige signalisiert, blau, das Werk ist in Produktion, wie eben im Bild. Grün, ein automatischer Rüstprozess steht bereit. Gelb zeigt dem Bediener, wo er eingreifen muss. So, jetzt habe ich es gerade noch geschafft. Gerade noch geschafft. Farbeinlauf fertig? Farbeinlauf im ersten Werk ist jetzt gemacht. Gut. Die Maschine, wie gesagt, geht jetzt selbstständig wieder in den Vordruck. Sie ist jetzt hier wieder das Impress Control. Und Farbe und Register wird jetzt gleich geregelt. Die Maschine läuft wieder an. Sobald wir jetzt die Maschine anlaufen lassen, wird auch der IntelliGuide zum IntelliRun gewechselt. Okay. Automatisch. Ja. Und dann geht die Produktion schon wieder los. Dann schaue ich mal zu. Ja, richtig. Impress ist auf dem Screen. Sehr schön. Oben sieht man Papierweißkorrektur, erste Farbmessung erledigt, Registermessung. Beeindruckend. Ah, und jetzt startet Inspection Control. Genau, hier sieht man jetzt die Übersicht über IntelliRun unter dem Maschinenschema. Ja. Einmal das Impress Control und auf der linken Seite unten noch das Inspection Control. Der macht jetzt gerade einen Referenzabgleich. Es dauert 20 Bogen. Ja. Und dann siehst du, dass die Messung von jedem Bogen, der inspiziert wird. Sehr gut. Und die Produktion läuft. Hervorragend. Christoph, vielen Dank. Ich ziehe weiter. Mach's gut. Ciao. Häufige Farbwechsel spielen ja gerade beim Verpackungsdruck eine große Rolle. Sonderfarben machen Marken nun einmal unverwechselbar, führen aber auch zu häufigerem Waschen beim Jobwechsel. Wir zeigen Ihnen nun bei voller Produktionsgeschwindigkeit ein Farbwerk waschen. Achten Sie dabei auch auf die IntelliLine-Symbole. Wir hatten Werk 6 ja beim vorangegangenen Auftrag in Benutzung. Für diesen Auftrag benötigen wir es nicht. Deshalb kann ich jetzt während der Produktion in aller Ruhe den Farbkasten ausspachteln und dann die Farbwalzen inklusive Duktor runterwaschen. Und das spart Zeit beim Rüstvorgang und entlastet mich auch gleichzeitig. Beim Waschen wird der Bediener zusätzlich durch künstliche Intelligenz unterstützt. Der Wash Assist ermittelt den Verschmutzungsgrad zum Beispiel anhand der Farbbelegung oder der Auflage und wählt selbst das optimale Waschprogramm aus. Dies spart gleichzeitig Waschzeit und Waschmittel, damit auch Geld und Ressourcen.
Impress Control regelt als einziges System von Anfang an Register und Farbe. Und das basierend auf einer LAB und nicht lediglich auf einer manchmal irreführenden Dichtemessung. Es sorgt nicht nur für ein unglaublich schnelles Rüsten, sondern auch für Stabilität im Fortgang. Alle Messdaten stehen im Anschluss als Qualitätsnachweis zur Verfügung. Christoph, was hat das aber eigentlich mit diesem High Color Pro auf sich? Ja, berechtigte Frage. Nicht optimal eingestellte Farbe- und Feuchtwerk sind einer der Hauptgründe für Qualitätsprobleme, seit es den Offset Pro gibt. Und High Color Pro ermöglicht die Dosierung der Feuchtmittelmenge bei laufender Maschine direkt vom Presssender aus. Und was neu ist, unabhängig davon, ob auf Antriebs- oder Bedienungsseite. Ich kann direkt am Ausleger feststellen, ob meine Justage erfolgreich war. Okay. Smart ist auch das neue intelligente Makulaturmanagement. Im Mittelpunkt steht Inspection Control zur Erkennung auch kleinster Fehler. Sämtliche Informationen dafür wurden über den Prinect Workflow mit dem Auftrag schon an die Maschine übertragen. Wir zeigen Ihnen die Inspektion jetzt, indem wir vorher markierte Bogen in den Stapel gelegt haben. Inspection Control erkennt diese Fehler und zeigt sie direkt am Ballscreen an. Das sehen wir jetzt hier schön. Mit dem neuen Device Assist habe ich vorab festgelegt, was geschieht, wenn ein Fehler erkannt wird. Okay. Als Referenz dazu kann entweder ein Gutbogen oder ein PDF dienen. Ich kann bis zu 10 verschiedene Profile hinterlegen, um je nach Fehlerart zum Beispiel ein Streifen in den Bogen einzuschießen, ein akustisches oder optisches Signal zu geben oder der Maschine sagen, dass der Bogen komplett über die Makroweiche ausgeschleust werden soll. Inspection Control 3 ist nur ein Beispiel von intelligentem Makulaturmanagement und stabiler Qualitätskontrolle. Effizientes Makulaturmanagement. Am Ende geht es darum, die nicht verkaufbaren Bogen von den verkaufbaren Bögen zu trennen. Ergänzt werden kann es mit dem CodeStar, einem Inkjet-System auf dem Anlagetisch, das eine eindeutige Bogen-ID anbringt. Damit können die erkannten Fehler eindeutig dem einzelnen Druckbogen zugeordnet werden. Hallo Christoph. Markus. Ich sehe, die Aufträge sind durch für heute. Alles Christoph, durch, ja. Ich bräuchte noch vom Auftrag 1 einen Bogen, den ich zur Weiterverarbeitung rüberbringen möchte. Ah, klasse. Bitteschön. Alles im Schieber, sehr gut. Dankeschön. Gerne doch. Ja, genau den. Vielen Dank dir und klasse Job. Danke dir. Ciao. Tschüss. Hallo Kerstin. Hallo Markus, wie ich sehe, ist der Job fertig gedruckt? Ja. Wir alle wissen, der OEE setzt sich zusammen aus Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Und um den OEE zu optimieren, muss man wissen, wo man steht, um von da aus loszugehen. Dafür braucht man Langzeitanalysen. Und genau das können wir zur Verfügung stellen mit Prinect Smart BI, eine Analyse der Produktionsdaten. Hier zum Beispiel, so sieht das aus. Klasse, hervorragend. Der Druckauftrag ist also nun abgeschlossen und steht zur Weiterverarbeitung auf der Masterworks Power Matrix 106 CSB und anschließend auf der Faltschachtelklebemaschine Diana Smart mit Brei und Inline inspektionsbereit. Wir möchten Sie einladen, den Weg dieses Druckbogens
bis zur fertigen Fallschachtel mit uns gemeinsam zu verfolgen. Danke, Kerstin. Gerne. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihren Besuch bei Heidelberg.